kann man mit einem Mal bis zu 50 Würstchen oder 30 Würstchen und 15 Koteletts. Ich habe das mal hier als Diagramm. Also gut, jetzt fordere ich einen eigenen Grill. So groß wie ein Tennisplatz auf Vereinskosten. Das neue Vereinsheim soll nach Mekka ausgerichtet werden. Und der Löwe in unserem Wappen wird beschnitten. Die Frauen sollen sich im gemischten Doppel verschleiern. Und nach dem Spiel nehme ich sie euch weg und pimper sie auf einem Wasserbett voll mit lauwarmem Rum. War das türkisch genug für dich, Olle? Das ist jetzt nicht lustig, Olle. Das mit der Matratze schon. Find ich nicht. Errol, kein Sarkasmus. Ich bin krank? Sag mal, du glaubst doch nicht ernsthaft. Ich mach mich an Melanie ran. Dabei ist Melanie türkischen Würsten gegenüber ja aufgeschlossen. Hey, das war ein Witz. Du Arschloch! Aber mach das noch mal. Dann. Dann was? Dann. Okay, jetzt bin ich neugierig. Halt du dich da raus! Da würdest du doch sicher auch für einen Grill für Schwule kämpfen. Was denn für ein Schwulengrill? 21, 22, 23. Das sind 4 Sekunden. Ja, aber es fühlt sich an wie Scheiße. Auch. Melanie. Nein, Heribert! Dass wir es wegen einer verfickten Kleinigkeit, wegen einem Grill